Willkommen heute zu einem weiteren Meme-Video, wieder mit dem Schwerpunktthema Geld. Thema ist heute die Zinslüge der Banken. Worum geht es dabei? Die Banken sind ja schon seit längerem darüber am Klagen, dass sie so hohe Kosten damit haben, weil die EZB ja einen Strafzins von minus 0,5% verlangt. Und genau diese 0,5%, sagen die Banken jetzt, würden sie ja dann 1:1, zumindest bei Guthaben über 100.000 Euro, an ihre Kunden weitergeben wollen. Was mich bei sowas absolut auf die Palme bringt, ist, dass einfach da kompletter Blödsinn erzielt wird. Zum einen stimmt erstmal nicht, dass sie diese Kosten haben müssen. Es kann sein, dass Banken diese Kosten haben, aber nur deswegen, weil sie ihr Liquiditätsmanagement bei der EZB einfach nicht in den Griff bekommen und das dann eventuell tatsächlich zu Kosten führt. Aber gehen wir mal davon aus, dass Banken genug fähige Leute haben, die das eigentlich in den Griff bekommen können, dann ist entweder die Frage, sie wollen es nicht, oder aber es ist im Endeffekt eben nur eine Ausrede, warum man den Menschen jetzt diese Kosten zumutet und sagt, hier haben wir eine neue lukrative Einnahmequelle, für die wir als Bösen die EZB hinstellen können, weil die ist ja an allem schuld. Und wir haben nichts damit zu tun. Wir sind nur ganz, ganz, ganz freundlich zu euch und geben euch ja auch nur genau das weiter, was die EZB von uns verlangt. Man sollte Banken halt nicht alles glauben, was sie so erzählen. Die Frage ist natürlich, wie viele Mitarbeiter bei Banken selber wissen eigentlich, wie hoch die Kosten tatsächlich sind, wodurch sie entstehen und wann sie entstehen. Fangen wir mal damit an. Was muss eine Bank tatsächlich tun? Sie hat natürlich Verpflichtungen, eine Mindestreserve bei der EZB zu halten. Diese Mindestreserve beträgt 1% und ist letztlich nur auf bestimmte Geldbeträge zu zahlen. Das hängt dann von Fristen ab, was die Laufzeiten angeht, was Kündigungsfristen angeht und. Unabhängig davon, die Mindestreserve auf die Beträge, wo sie halt zu halten sind, Girokonten und Tagesgeldkonten gehören in aller Regel dazu, beträgt 1%. Das heißt, wenn eine Bank jetzt also ein Girokonto tatsächlich mit 100.000 Euro hat, dann muss sie bei der EZB, also das ist die Verpflichtung, zu einem bestimmten Zeitpunkt 1.000 Euro als Mindestreserve hinterlegen. Wenn man jetzt meint, ja, aber wenn man täglich die Sachen überweisen kann, dann ist ja klar, dass die Banken die Liquidität nicht so im Griff haben und das nicht hinbekommen und so. Moment, das ist nicht so ganz das Problem, was die Mindestreserve angeht, weil die Banken haben sehr viel Zeit, das zu planen. Wie läuft das ab? Die Bank meldet an Tag 1, hier, das ist der Betrag. Nehmen wir mal an, ich habe einen Betrag von 1 Million Euro, die ich dort bei der EZB, die Mindestreserve pflichtig ist. So, das heißt, von dieser 1 Million habe ich jetzt dann eine Mindestreservepflicht entsprechend der 1%-Regel von 10.000 Euro. So, wenn an Tag 1 die Bank das gemeldet hat, dann ist es so, dass die EZB anhand dieser Zahlen dann ermittelt in der nächsten Erfüllungspflicht, wie viel die Bank dann halten muss. Das heißt, am Anfang der Periode wird der Betrag gemeldet. Am Anfang der nächsten Periode beginnt dann die Frist für eine Periode, die dann eben diese Mindestreserve zu halten ist. Und zwar eine durchschnittliche Mindestreserve von 10.000 Euro halten muss. So, jetzt kann die Bank aber auch hergehen und sagen, naja, ich habe gerade ein sehr günstiges Angebot von einer anderen Bank, die gerade sehr viel Liquidität loswerden will und sagen, okay, ich nehme jetzt von dieser Bank dann 300.000 Euro über Nacht rein und dann habe ich meine Mindestreserve für die nächsten 30 Tage schon erfüllt. Das heißt, ich kann die anderen 29 Tage meine Mindestreserve bei Null lassen, also die Liquidität auf dem Konto. Natürlich müssen Transaktionen und so weiter noch beglichen werden, das ist eine andere Geschichte. Es geht erstmal ja darum, es wird ja begründet mit dem Mindestreservesatz und den Kosten, die sie bei der EZB hätten. Mindestreserve ist erfüllt, Sache ist erledigt, die Bank muss dort keine weitere Liquidität halten. Wo geht die Geschichte jetzt weiter? Also die Bank muss schon mal nicht, wenn sie vernünftig planen und wirtschaften kann und sie hat auch keinen großen Zeitraum, weil die Mindestreserve ist einen Monat im Voraus klar, wie viel sie im nächsten Monat halten muss. Das heißt, die Bank kann da schon sehr gut planen und sie kann Transaktionen täglich machen. Also der Interbankenmarkt ist sozusagen täglich geöffnet und das ist überhaupt kein Problem, bis kurz vor Feierabend da noch eine Transaktion hinzubekommen. Wenn der Wille da ist, ist da sehr viel möglich. Jetzt wird aber damit begründet zu sagen, naja, du hast jetzt statt 100.000 110.000 Euro auf dem Konto und für diese 10.000 Euro knöpfen wir jetzt dir eben diese 0,5% ab. Mit welchen Kosten ist die Bank denn jetzt tatsächlich konfrontiert? Weil zunächst mal die Mindestreserve ist ohnehin freigestellt. Das heißt, auf die Mindestreserve, die sie erfüllen müssen, müssen sie überhaupt keine Gebühren zahlen. Also da fallen diese minus 0,5% nicht an. Eine weitere Sache ist, seit wohl 2019, als eben diese minus 0,5 tatsächlich eingeführt worden, auch gleichzeitig eine Erhöhung des Freibetrags, der nicht von dieser Zinszahlung betroffen ist, gemacht wurde. Und der Betrag beträgt jetzt das Sechsfache der Mindestreserve. So, das heißt nicht nur, dass die Bank keine Kosten mit den Mindestreservepflichten hat, sie hat sogar mit dem Sechsfachen der Mindestreservepflichten keine Kosten. Und jetzt gucken wir uns mal auf der anderen Seite an, was sie jetzt den Kunden in Rechnung stellen will. Also in aller Regel haben die Banken im Moment den Freibetrag von 100.000 Euro eingerichtet.
Eine habe ich gesehen, ist wohl auch schon bei 50.000 Euro. Das heißt, mal sehen, wie weit das noch runtergeht. Deswegen an der Stelle, das Thema betrifft nicht nur die Reichen, die betrifft es am allerwenigsten. Mir ist klar, dass letztlich 60-70% der Menschen in Deutschland von diesem Thema eigentlich nicht tangiert werden, solange der Freibetrag bei 100.000 Euro liegt, weil sie nie und nimmer 100.000 Euro irgendwie auf ein Girokonto oder ein Tagesgeldkonto rumliegen haben werden. Es betrifft also maximal, was die Vermögensverteilung angeht, das 8. und 9. Zehntel. Ich gehe nicht davon aus, dass wirklich die obersten 10% betroffen sein werden, weil die lassen ihr Geld eben nicht rumliegen, sondern die kaufen sich dafür Aktien oder Immobilien oder irgendwas anderes, was ihnen genug Zinseinnahmen reinspült. Das heißt, man muss auch nicht frohlocken, so von wegen, dass die Banken jetzt endlich mal den Reichen das Geld wegnehmen. Das kann man, denke ich, von vornherein knicken. Das Einzige, was man sich darauf vorbereiten sollte, ist die Frage, ist, wie weit die Banken in der Lage sein werden, den Freibetrag runterzuschrauben. Die eigentliche Frage ist für mich eher, kaufen die Leute den Banken diese Aussage ab, dass sie diese Kosten hätten, und sind die Banken dann in der Lage, diese Freigrenze, die sie aktuell bei 100.000 Euro setzen, weiter abzusenken? Je weiter das runtergeht, richtig spannend wäre es dann, wenn sie so die Grenze tatsächlich bis auf 10.000 Euro runterführen. Dann dürften sich einige umgucken, die mal eben ein bisschen was angespart haben, wie viel Geld ihnen dann mal eben abkassiert wird, weil sie so ein bestimmtes Limit überschritten haben. Man sollte also nicht glauben, dass die Banken plötzlich auf der Seite irgendwelcher ärmeren Menschen stehen würden und es von den Reichen nehmen, weil sie sind einfach dafür da, das ist ihre Grundfunktion, von denjenigen zu nehmen, die Werte schaffen, und an diejenigen zu verteilen, die Eigentum haben. Nicht anders sind die Transmissionsmechanismen, wie letztlich Banken dazu beitragen, dass die Vermögensungleichheit wächst. Auch die Weitergabe dieses Negativzinses, der keine Weitergabe ist, sondern eben nur eine dreiste Rechtfertigung einer neuen Einnahmequelle für Banken. Ich habe halt überhaupt kein Problem damit, dass Banken sich natürlich versuchen, Einnahmequellen zu erschließen. Was mich aber stört, ist, wenn einfach dreist gelogen wird und Sachen behauptet werden, die einfach so nicht sind. Spielen wir nochmal das Ganze durch. Also die Bank verlangt von jemandem, der jetzt 10.000 Euro zum Beispiel über dieser Freigrenze von 100.000 Euro ist, verlangt sie jetzt direkt minus 0,5% auf den gesamten Betrag von 10.000 Euro. Das macht im Jahr 50 Euro an Geldern, die die Bank als Gebühren einnimmt, dafür, dass dort 10.000 Euro rumliegen. Das Freche dabei ist, dass sie diese Gebührenerhebung damit begründet, weil sie die gleichen Gebühren bei der EZB hätte, was eben nicht der Fall ist. Weil, wie gesagt, Mindestreserve beträgt 1% und die minus 0,5% fallen für die Mindestreserve nicht an. Darüber hinaus hat die Bank sogar die Möglichkeit, die sechsfache Mindestreserve bei der EZB zu halten, ohne dass sie Kosten verursacht. Wenn ihr in der Situation sein solltet, dass eine Bank auf euch zukommt und sagt, ja, sie haben bei uns ja so viel Geld rumliegen, wollen sie das nicht mal in irgendwas anderes stecken, so Versicherungen, irgendwelche netten Fonds, die wir hier verlegen, weil, das sagen sie euch natürlich nicht, damit können wir viel mehr Geld verdienen, als wenn sie das da rumlegen lassen. Und sie wissen ja, ihnen entstehen jetzt bald hohe, hohe Kosten, weil dann wir diesen minus 0,5% an sie weitergeben werden. Das ist ja nicht unsere Schuld, weil da ist ja die böse EZB dran schuld, die uns auch diesen Negativzins aufzwingt und. Diese Rhetorik, diese Aussagen, diese Behauptungen, das ärgert mich einfach maßlos. Und ich finde es traurig an der Stelle, dass wahrscheinlich die wenigsten Menschen wissen, dass es eine absolut dreiste Lüge ist. Wahrscheinlich wissen viele Mitarbeiter bei Banken nicht einmal, dass das, was da erzählt wird, einfach so nicht stimmt. Es steht kein Muss in dem Satz, und wenn eine Bank tatsächlich diese Kosten hat, dann deswegen, weil sie es nicht schafft, ihre Liquidität vernünftig zu managen. Weil normalerweise sind Banken dazu angehalten, und das hatte vor der Finanzkrise 2008 auch gut funktioniert, weil da lag vielleicht die Liquidität auf den EZB-Konten bei maximal die zweifache Menge, was für die Mindestreserve notwendig war. Eher deutlich weniger. Und es ist einfach absurd zu sagen, die Banken kriegen es jetzt nicht mehr in den Griff. Die Finanzkrise ist 12 Jahre her. Seit 12 Jahren haben sie es nicht geschafft, ein gegenseitiges Vertrauen zu etablieren, dass sie sagen können, okay, kein Problem, wenn du die Liquidität brauchst, ich kann sie dir rübergeben und mit der Vereinbarung und. Sondern dass sie es jetzt eben dafür missbrauchen, zu sagen, ja, weil wir das nicht in den Griff bekommen, das ist natürlich das, was sie nicht erzählen, also die Geschichte wird nicht komplett erzählt, weil wir das nicht in den Griff bekommen und deswegen unsere Kosten nicht in den Griff bekommen, deswegen geben wir jetzt da irgendwelche Kosten weiter. Aber nicht die Kosten, die uns entstehen, nein, nicht die echten Kosten. Ich bin echt so gespannt, wenn die ersten Gerichtsurteile kommen werden, die sagen,
Also Moment, wenn die Bank hier nicht einfach sagt, okay, wir erheben jetzt mal eine neue Art von Kontoführungsgebühren, das heißt, je mehr Geld drauf ist, desto mehr Kontoführungsgebühren erheben wir. Das lässt sich nicht mehr durchsetzen, offensichtlich, also die Erhöhung der Kontoführungsgebühren. Sondern wenn sie tatsächlich in der Begründung sagt, diese Kosten erheben wir nur, weil uns diese Kosten entstehen, dann würde ich erwarten, in einem Gerichtsverfahren müsste die Bank nachweisen, dass diese Kosten auch angefallen sind. Das ist ja sozusagen wie diese Schadensregulierung. Das heißt, wenn sie das und das angestellt haben und uns daraus ein Schaden entsteht, dann sind sie verpflichtet, diesen Schaden in der und der Höhe zu ersetzen. Und vor Gericht ist es dann immer entscheidend, dass dieser Schaden auch real existent war und nicht eine reine Fantasiezahl ist. Da bin ich sehr gespannt, wie da die Banken vor Gericht abschneiden werden, wenn das tatsächlich mal auf den Prüfstand kommt. Weil es ist ja dann nicht mal gesagt, dass sowohl Richter als auch die Menschen, die dort dann in der Verhandlung sitzen, entweder die genauen Umstände und Ablauf wissen. Bis vor einigen Jahren war ja auch immer noch die Behauptung, dass Banken kein Geld schöpfen würden und sie sich bei der EZB irgendwie Geld holen müssten und, und. Alles Blödsinn. Im Endeffekt, die Banken schöpfen das Geld über die Kreditvergabe und sie sind im Nachhinein über die Liquidität, die sie auf den Girokonten als Buchgeld irgendwo liegen haben, zu einem späteren Zeitpunkt verpflichtet, eine gewisse Mindestreserve zu halten. Also dieses System ist ganz anders in der Praxis als die theoretischen Vorstellungen über das Geldsystem als solches. Solange halt nicht in der breiten Masse klar ist, wer da wie an welchen Stellen unglaublich davon profitiert, ist man einfach auf den falschen Schauplätzen am Kämpfen. Wenn man nicht genau weiß, wie dieses Geldsystem und die Mechanismen miteinander interagieren und wie sie zu dieser ungleichen Vermögensverteilung beitragen. Deswegen ist es mir ja so wichtig, dass wir tatsächlich das Geldsystem ändern, hin eben zu einem Gleichgewichtsgeld, so wie Credere angedacht ist, weil eben das Geldsystem selber dann schon für einen Ausgleich sorgt, statt eine Verschärfung des Vermögensungleichgewichtes. Gebt das Video doch weiter. Erzählt auch anderen davon, auch wenn ihr aktuell selber nicht davon betroffen seid, weil ihr auf absehbare Zeit sowieso keine 100.000 Euro auf eurem Girokonto haben werdet und euch diese ganze Umverteilung, die die Banken dort leisten werden, nicht betreffen wird. Aber es ist wichtig, einfach zu verstehen und auch vorbereitet zu sein, weil ich bin sicher, dass die Freigrenze von 100.000 weiter gesenkt werden wird. Wenn es den Banken gelingt, die EZB als Bösewicht zu verkaufen und sie selber sich weiterhin gut darstellen können, dass sie ja entweder nur das Notwendigste machen und das ganz unfreiwillig machen, dass sie diese Kosten jetzt weitergeben. Das Schlimme ist, wie viele Menschen werden sie mit dieser Kostendrohung dazu bringen, in die idiotischen Produkte zu investieren und noch mehr Geld zu verlieren, weil es dann in Produkte und Fonds investiert werden, in denen die Banken eine viel, viel höhere Gewinnmarge haben, als sie mit diesem minus 0,5% dann abkassieren können. Letztlich ist auch das wieder ein psychologisches Druckmittel, um Menschen in Anlageformen zu drängen, bei denen nicht sie die Profiteure sind, sondern andere die Hand aufhalten. Es ist einfach wichtig, dass die Menschen das Geldsystem, das Bankensystem und deren Zusammenspiel verstehen, damit wir überlegen können, wie, was und warum wir es ändern wollen. Soweit heute mit dem Meme-Video zur Zinslüge der Banken. Ich bin sehr gespannt, welche Wellen das schlagen wird, wie viel sie davon durchsetzen können und wie es später beurteilt wird, ob das alles in Ordnung war, wie die Banken da vorgegangen sind. Also macht's gut. Tschüss.